Und hier sind wir wieder bei Hero Siege. So, dritter Versuch. Dürfte das jetzt sein? Wir sind ja jetzt einmal in einem Dungeon gestorben und einmal in einer Krypta, die wir ja alle mitnehmen. Glücklicherweise. Ach shit, wir haben noch gar keine Spells. Wunderbar. Ah, okay. Ist ja nicht so schlimm. So, alles einsammeln, was geht, an Geld, etc. Gott, dauert das lange. So, ich glaube, wir hatten bis jetzt noch kein einziges Relikt. Das dürfte, glaube ich, hinkommen. Was ziemlich schlecht ist eigentlich. Bis hierhin. Oder das heißt bis hierhin? Wir sind jetzt Wave 2. Nur, dass wir noch nichts hatten. Aber es ist ein Dungeon appeared. Bedeutet, Chance auf ein Relikt ist relativ hoch. Und die Chance zu sterben ist natürlich noch höher. So, wo versteckt sich das Dungeon? Das ist eine sehr gute Frage. So, die Dungeons erkennt man ja mittlerweile. Durch die Falltüren auf dem Boden. So, mal gucken, wo das Dungeon sich hier befindet. Da ist es. Okay, gefunden. Da hat einer anscheinend etwas viel Geld fallen lassen, wie ich gehört habe. Ja, da hinten. Zum Glück hat man das. Wenn Gegner eben sehr viel Geld fallen lassen. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Und das Dungeon war hier rechts irgendwo. Da ist es. Also man kennt ja auch immer durch dem hellen Licht. Ich glaube, gut, die ersten paar Male werde ich jetzt immer noch wieder alles erklären. Ach, wieder das Dungeon. Das war das allererste, wo ich gestorben bin. Oh Mann. Ja, vibriert nicht. So, diesmal ein bisschen versuchen, vorsichtiger zu sein. Nochmal sterben habe ich definitiv gar keine Lust hier. Zumal es ein ziemlich cooles Dungeon ist eigentlich, weil hier gibt es, wenn man durchkommt, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon versucht zu erklären. So, diesmal kein Nova-Strahl-Dingens. Okay, immer noch sehr viele Gegner. So, wir selbst treffen eigentlich gar keine, nur unsere Viecher machen sehr viel Arbeit, das finde ich auch gut so. So, dann haben wir zurück, wieder nach vorne. Go Minions, go Minions, go Minions. Du Sumpfen. Okay, okay. What? What? Meine Fresse. Okay. Der Run war kurz. Come on, Alter. Nochmal. Das lasse ich jetzt nicht als einen Run gelten. Das war ein bisschen arg wenig, was man gesehen hat. Ey, das gibt's nicht, dass ich zwei Kugeln und ich bin tot. Was ist denn das für ein scheiß Dungeon, was zuerst kommt? Ich hasse es. Da ist es. Na ja, toll, nur eine 6%ige Chance. Trifft natürlich deswegen gar nicht. Eigentlich müsste ich das hier leveln, damit meine Minions stärker werden. Aber ich mache, glaube ich, parallel das hier noch, weil das eine ziemlich starke Fähigkeit ist. Prockt zwar sehr, sehr selten im Moment. Aber wenn es prockt, macht es Schaden. Später, wenn es komplett hochgelevelt ist, hat es, glaube ich, eine 30... Dungeon. Hat es eine 30%ige Chance zu procken mit einem Outfit. Deswegen lohnt sich es auch mit dem Necromancer auf Attack Speed zu gehen. Okay, ich brauche ein paar Kadaver, um meine Viecher zu rufen. Okay, keine Kadaver, ist auch geil. Immer noch keine? Okay. Wow. Shit. Oh, nice. Endlich, all Stats, all Talents. Das ist eine richtig gute Medaille, nenne ich sie mal. So, ja, sehr geil. All Talents immerhin. Bedeutet, ich habe wenigstens meinen Golem jetzt schon. Okay, also das fängt gut an. Also das kann ein richtig gutes Let's Play werden von hier an.
Ach, ich habe auf den B gedrückt. Ist auch ein bisschen mies, und zwar wenn ein Dungeon appeared. Gegner sind tot. Oh, Geldregen, geil. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Dungeon taucht auf. Und man geht zum Beispiel ins Menü etc. und drückt dann B, um aus dem Menü rauszukommen. Ich spiele es ja mit Controller. Dann startet automatisch die nächste Wave. Deswegen habe ich die Krypt das eine Dungeon jetzt verpasst. Und bin eigentlich nur auf der Suche danach, obwohl ich es nicht finde. Wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle. Sprich, die nächste Wave kommt noch. Und das. Ah, da ist es ja wohl. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das sieht wenigstens nicht ganz so schlimm aus. So, sehr gut. Ah, ich habe bisher alles gerufen. Also das, was ihr jetzt seht, ist eigentlich so das Maximum vom Necromancer. Er kann 3 Skelettkrieger, 2 Skelettmagier und einen Golem rufen. Der Golem ist der stärkste, ist aber auch recht langsam. Wobei das ja nicht verkehrt ist. Okay, wenn meine Viecher nicht kommen, dann habe ich ein Problem. Ich hasse es, wenn die festbacken irgendwo. Wo sind sie denn? Wahrscheinlich da oben wieder. Ja, toll. So, jetzt rackern wir uns hier ab und erledigen die Gegner schnell, bevor ich gar keine Chance mehr habe. Okay. Fange ich mal mit dem Rätsel an. Ja, das sind meine Leute endlich. Shit, ich wurde doch getroffen. Fuck. Muss gleich mal nach Energie gucken, bevor ich noch mehr versuche. Da. Also, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so eine rote Kugel heilt. Also so eine rote Energiekugel heilt, glaube ich, 10% der maximalen HP. Wie gesagt, ich bin mir aber da nicht zu 100% sicher. Es fühlt sich aber so an. Oh shit, man kann beide gleichzeitig bewegen. Genau. So, fehlt noch einer. Ist der hier oben? So, damit haben wir jetzt hier oben Platz geschaffen. Haben wir einen Schlüssel eigentlich? Nein, haben wir nicht. Das heißt, die Truhe bleibt. So, die Münze können wir uns gerne angucken, aber nützlich wird die natürlich nicht sein. Da wir einen haben mit All Talents und All Stats. So, ich muss gucken, dass meine Minions. Also, ich nenne die jetzt Minions. Meine Viecher. Dass ich die meiste Arbeit machen lasse. Wird auch später genauso sein. Also, ich werde nicht viel machen, sondern mehr meine Viecher. Weil es mit dem Necromancer halt eben so ist. Klar, meine kann er. Untote beschwören. Oder Tote beschwören, was auch immer. Und die machen dann eben die Arbeit, wie es in jedem Spiel so ist. Level abbekommen, sehr geil. Müssen eigentlich mal wieder leveln, aber nicht wirklich Lust. So, da ist der erste Trank für den Run. So, Tränke natürlich alle benutzen. Wow. Viel zu spät gesehen. Die Kette hat uns getötet von dem Ding. Krass. Aber dass man doch so häufig auf die Fresse kriegt, wusste ich nicht. Okay, das war's auf jeden Fall. Das waren jetzt in dem Video zwei Runs. Im Grunde genommen. Weil einfach. Wobei jetzt eigentlich zwei Stück auch schon wieder viel zu kurz sind. Ich bin euch mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei offiziellen Run Nummer 5 wieder. Also dann, haut rein.